Monaco Ando, jetzt hat es geknallt, ja. Die 21. Frankie Provenciano. So, und jetzt wollen wir mal gucken, was passiert ist. Da räumt ihn der Gegner aus dem Weg. Ja, da hat ihn einfach einer abgeräumt. Ja. Ja, ich denke mal, das ist ein Fall für die Sportkommissare, weil das war ein rüdes Manöver. Ja, Glück gehabt, dass er da sich nicht überschlagen hat, dass die Räder sich da verhakt haben. Jetzt steht das Auto relativ ungünstig. Bin mal gespannt, was die Rennleitung da macht. Also kurz vor dem Ende des Rennens das Safety Car rauszuschicken, ist auch nicht gerade eine populäre Maßnahme, aber es steht ziemlich ungünstig. Ja, und die Sportkommissare haben bereits angekündigt, sich diesen Vorfall noch mal genauer anzuschauen. Tja, das hätte mich auch sehr gewundert, wenn es anders gewesen wäre. Aber das wird den Chris van der Drift überhaupt nicht jucken hier. Es sei denn, das Safety Car käme noch raus, weil dann wäre sein ganzer schöner Vorsprung nämlich weg. Aber ich denke mal, so wie es aussieht, lässt die Rennleitung das weiterlaufen, weil die Ideallinie doch eindeutig auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite ist. So, jetzt. Ah ja, okay, da waren jetzt eigentlich zwei Aktionen. Die erste beim Eingang dieser Linkskurve, da wo Sanchez Lopez eben ja auch seine Kollision hatte. Und die zweite dann beim Rausbeschluss.